Ich bin's wieder, der Dan von vertragscheck.at, heute mit Neuigkeiten zur Erhaltungspflicht einer Gastherme. Ich gebe ganz zu, bei den Temperaturen ist das nicht das Erste, woran man denkt, aber was ich sage, kann sich genauso gut auf Klimaanlagen anwenden lassen. Der Oberste Gerichtshof hat vor kurzem am Streit zwischen Mieter und Vermieter entschieden, indem es darum gegangen ist, wer die Kosten für den Austausch von einer defekten Gastherme tragen muss. Konkret war es so, dass der Mieter, bevor er eingezogen ist, eine defekte Ölheizung ausgetauscht hat gegen eine moderne Gastherme. Das Ganze war im Jahr 1984, ist also schon eine Zeitl her. Am 01.01.2015 ist die Wohnrechtsnovelle in Kraft getreten und in der hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass der Vermieter für die Reparaturen von Gasthermen unter anderem immer die Kosten zu tragen hat. Der Grund ist der, dass man sich denkt, naja, ich vermiete eine Wohnung und die ist logischerweise beheizbar und das spiegelt sich ja im Mietzins wider und deshalb soll er der Vermieter die Kosten dafür tragen. Jetzt war es eben so, dass die Heiztherme bei dem Mieter defekt geworden ist und er hat den Vermieter aufgefordert, die Kosten für den Austausch zu tragen. Der hat abgelehnt und der Mieter hat den Vermieter verklagt und der Streit ist bis zum Obersten Gerichtshof gegangen und sehr interessant, der hat entschieden, dass der Vermieter die Kosten in dem Fall nicht tragen muss. Warum? Ganz einfach, weil die Wohnung war vermietet mit einer alten Ölheizung. Wäre jetzt die Ölheizung zu reparieren gewesen, kein Problem, dann hätte es der Vermieter tragen müssen. Aber der Oberste Gerichtshof sagt, die Anlage, die der Mieter selber verbessert hat oder die komplett etwas anderes ist, als der Vermieter zur Verfügung gestellt hat, für die Kosten von der Sanierung oder von den Reparaturen muss der Vermieter nicht aufkommen. Der Fall ist deshalb interessant, weil er ganz klar sagt, wo die Schwierigkeiten bei der Vertragserrichtung und bei der Vertragsprüfung sind. Wenn ich als Mieter in die Wohnung, bevor ich einziehe, eine neue Gastherme installieren lasse, dann werde ich darauf achten, dass das im Vertrag irgendwie geregelt ist, wer die Kosten trägt für die Reparatur oder für den Austausch. Die Kosten hat sich der Mieter offensichtlich gespart, ein paar hundert Euro für einen Anwalt und jetzt hat es vielleicht ein paar tausend Euro bis zum Obersten Gerichtshof gekostet. Deshalb spart es nicht an der falschen Stelle. Einen Vertrag einmal zu prüfen oder einmal gescheit errichten zu lassen, ist sein Geld im Normalfall immer wert.